Dankeschön. Also, es ist ein großes Glück, dass ich heute auftreten darf, nachdem ich jetzt 2 Wochen im Bett gelegen bin und eigentlich auch noch eine Bettstimme habe. Aber ich hoffe, ich schaffe es trotzdem. So, heute haben wir erst den 11.01., das heißt, das neue Jahr ist noch sehr jung. Und ich habe mal zur Einstimmung einen ganz kurzen Silvestertext vorbereitet, bis dann meine schöne Ode an Wien kommt. Also der Text über Silvester heißt der Knallteufel. Der Lärm ist geil und Knallen muss lauter, selbst die Derischen aus dem Bett raushaut. Für mich ist das ganze Jahr Silvester, weil ich bin ein Raketentester. Ob frische Bomber oder grün, man muss weit werfen und gut zünden, weil Knallkörper, die sind gefährlich. Doch sind wir uns auch wirklich ehrlich, wenn es richtig raucht und ganz laut knallt, dass uns das allen ganz gut gefällt. Sind wir nicht beim Bundesheer und haben im Anschlag kein Gewehr, so haben wir doch zum Jahresschuss das Recht auf einen guten Schuss. Es muss nur bunt sein und laut krachen, weil wir gerne drüber lachen. Vor allem vom Himmel die Girlanden, wo sie dann auch immer landen, verbrennt ein Haus, verbrennt ein Stall, folgt gleich nach mit lautem Knall ein Böller, der das Viech zerreißt, weil sich keiner um nichts scheißt. Hauptsache ist, es ist laut und macht viel Spaß. Ja, so ein Fest, das ist schon was. Doch für euch ist das Jahr vergangen, könnt ihr nur aufs nächste bangen. Aber für mich ist das ganze Jahr Silvester, weil ich bin ein Raketentester. So. Meine Ode an Wien. Wien. Wien, oh Wien, oh du allein, ich häng an dir als wir ein Star. Wien, du bist so wunderbar, wie keine andere Stadt je war. Über Wien kann man sich frei, Wien, du kannst so geschissen sein. Essen, trinken und viel weh, das ist der echte Wiener Schmäh. Weil nur das goldene Wiener Herz verkraftet ach so viel an Schmerz. Pflastersteiner, schön und groß, Totenschreine in ein Schloss. Das Riesenradl dreht sich ewig, ist schon lange nicht mehr schäbig. Und kleine Buben, die recht schön singen und der Stadt viel Knädel bringen. Wohin du nur schaust, da sind Museen, weil man muss Kultur verstehen. Und Menschen wollen auch gern was wissen, deshalb wird die Nacht angerissen. Viele gelbe Kaiserschlösser, in der Hofburg weiße Resser, Fiaker ohne Lipizzaner, Festspielzeit der Indianer. Musst immer in die Oper gehen und die Zauberflöte sehen. Und zu Haydn, Schubert, Strauß schaust jedes Jahr die Fledermaus. Der Opernball nimmt ihn Pflicht für hohes Haar und neiches Gesicht. Leichen in die Katakomben, Flaktürme und Fliegerbomben, schöne Bauten für viel Geld, Fackelturm und Unterwelt. Adlige Haxen in der Gruft, die sterben an der schlechten Luft. Wien als Monarchie war fesch und Sissi ist er heut noch resch. Auf den Steffi sind wir stolz, dass man einraumen in Holz. Das Rathaus immer super geschmückt, dass die ganze Welt entzückt. Zuerst im Sommer fremde Pfandeln, dann im Winter Weihnachtsstandeln. Da ist der Liveballer Begriff, der hat Stil, der hat Piff. Schöne und gepflegte Wiesen, hohe Brunnen, Marmorriesen, noch schmeckt Obst und Ziegenkäs und die ganze Backelras. Wien hat gute Maler, große Hauer und ganz berühmte Häuselbauer. Viel laute Sänger, tote Schreiber, aber kaum bekannte Weiber. Aber Künstler auf die Bühnen, Dancingstars, die gut verdienen, Musiker und Komponisten, die meisten tot in alte Kisten. Selbst Mozart hat eine Bank gerissen und sie am St. Maxer geschmissen. Die Donauinsel, legendär, da steppt jedes Jahr der Bär. Das größte aller Inselfeste ist Hochkultur, die allerbeste. Der Prader ist Vergnügungsstelle mit dem Schweizerhaus als Quelle. Nur da gibt's echte Wiener Hüsen und die von allein alle drüsen. Mit einem Blech sie niederbechern und immer ordentlich an Tschechern. Und am Ende von der Tour fällt das Beste, fressen nur. Beim heurigen gut einstopfen, ob Blunzen, Hätscherln oder Topfen. Weil Wien hat die größten aller Schnitzeln oder gute Eisschnitzeln und die besten aller Torten und Kaffee in alle Sorten, Mandelschnitten, süße Schnecken, die selbst dem Terminator schmecken. Du huchst die Stille einer Stadt, die nur Wien allein noch hat.
Ein Friedhof aus der Luft zu schauen, den kannst du nur in Wien erbauen. Und nur in Wien, und das ist das Erhebende, gibt's mehr Linie als Lebende. Verehrer. Nun würde dann so wort, dass die geschäftige Frau Bettina mir endlich anschaut, an den Tisch da vor dem Eissalon. Da schaue ich sie zum ersten Mal so richtig als Frau, meine. Was auch nicht, die was einmal Mörder bin in geil ausgeschaut haben muss. Mit ihrem ganz uneissalonmäßigen Blick. Ja, und dem Moment denke ich mir, du und ich, wir werden jetzt alle zwei 60 und wir kennen nicht alle, weil nur die 20-Jährigen nachschauen. Und da schaue ich mir sie zum ersten Mal so richtig an, die Frau Bettina. Das Blöde ist, ich muss mir sofort einen Betthassen fesselt vorstellen, nackert und auseinandergespratzt wie ein X, wie in einem Comics-Heftel. Sie hätte ja noch fragte Figur dazu. Nun, sie, die Frau Bettina, nimmt dann meine Bestellung auf und bringt mir ruckizucki meinen Bananensplit. Je langsamer es selber wirst, desto mehr stehst du auf Ruckzuckbedienung, auf rasante Weiber. Du spekulierst schon, wie es einmal als Altenpflegerinnen sein werden. Wie alt noch, wie alt kann es sein? 45, 50? So alte Weiber tönen mir an sich nicht an, aber da hast es du leichter mit deiner Gier noch so alte Fregatten, du mit deinen verschleimten Raucherhurschen, mit deinen Friedhofsjodler, stazierst am Naschmarkt auf und an und bist für die Bratenstandlerinnen der Märchenprinz. Aber ich, soll ich mit einer Kasperlpuppe vor der Volksschule stehen? Oder mit dem Porsche-Schlüssel vom Gymnasium? Oder geht ohne Porsche-Schlüssel auch bei der Volksschule nichts mehr? Ich finde es ja rührend, dass du jetzt so aufpudelst wegen meiner Friedhofsjodlerpflanzerei und den alten Fregatten. Heute kannst du ja ausrotzen, was du willst, die ärgsten Beleidigungen und dein Gegenüber spült den Kohlen. Du nennst ihn ein blödes Arschloch und er kommt sich noch gut vor. Also manchmal kann ich echt ein Arschloch sein und im gleichen Atemzug meint er hat sein Geld daheim vergessen. Du hast so einladend gelungen am Telefon. Und dann schleimt er bewundert dich, weil du hast nie einen Tango gemacht, wenn er dann und wann der damalige beimpert hat. Was, das hast du nicht gewusst, spürt er den überraschend? Und er fängt dich damit an, wie edelst du ihm vorkommst. Ein wahrer Freund und so. Und du machst erst recht jetzt einen auf edel. Wir wollen das alles keine große Sache wahren. Ist ja auch nicht. Jetzt nimmer mehr. Mir ist das jedenfalls passiert mit einem. Und mein Alte war, hat er dann gematschert, nicht einmal nach seinem Geschmack. Aber dein Geschmack könnte es treffen, was? Ich meine, sie ist nicht mehr die jüngste, schlankste, schönste, deine Traumfrau eigentlich. Komisch, dass du nie ein Sterbenswörterl über sie, was? Okay, bitte jetzt kein Schmäh jetzt. Was, du, müsst mir da nicht einreden, dass du sie, was du hast mir heute pudert? Na, was meinst? Du lässt das eh nicht ausreden. Was, eine Ehre, was für eine Ehre? Ein Akt der Verehrung gegenüber dem Künstler ist, wenn man sie heute pudert. Du kommst doch da jetzt nicht mit der Fan-Tour hin. Du nicht mit der Fan-Tour. Andererseits, wenn du es so sehen willst, als Ehre, was so ist, jetzt ist eh egal, siehst. Und ich war mit deiner Frau gemahlen, mit deiner alten, nur im Bellaria-Kino. Und sie hat mich abblitzen lassen. Frechheit. Na gut, ganz so war es auch wieder nicht. Nach dem 5. Hans-Moser-Film haben sie dann doch ein Einsehen, die reiferen Damen. Und ich hoffe, auch die Frau Bettina. Aber du mit meiner alten, das packe ich nicht. Wir sind jetzt zur kindergerechten Schubhaft. Am 13. Oktober hat die Innenministerin, von der war heute schon die Rede, im ORF gesagt, sie wird sich dafür einsetzen für kindergerechte Abschiebungen, kindergerechte Schubhaft. Und die kindergerechte Schubhaft kennt sowas schon. Chefin zum Justizpostler. Also der Justizpostler ist einer, der war vorher Postler und jetzt arbeitet er bei der Justiz in einem 6-wöchigen Umschulungskurs und jetzt ist er für die Kinder zuständig. Also die Chefin, so ein Menschenrechtsgurken hat sie angesagt. Justizpostler. Und? Bei uns ist eh alles leibend. Nein, das glauben die nicht. Denen fehlt der Deutschkurs. Geh Blödsinn, was brauchen die da einen Deutschkurs? Die werden ja angeschoben. Weiß ich auch, aber das ist nicht alles. Eine Freizeitbeschäftigung soll man ja noch...
Nein, Freizeitbeschäftigung halt. Freizeit, da haben wir die Hutschen und einen Ballen. Das ist, glaube ich, nicht genug. Dann bringe ich von meinen Geschroppen halt ein altes Klumpert mit. Und was machen wir mit dem Deutschkurs? Na, das mache ich. Reiß dich halt zusammen. Zweite Szene, Justizpostler mit den Kindern beim Deutschkurs. Du, alles sagen, grüß Gott, Kinder, grüß Gott. Und jetzt, du, alles sagen, grüß Gott, Herr Inspektor. Kinder, grüß Gott, Herr Inspektor. Nein, nein, das so, mit Respekt. Also, noch einmal, Kinder, grüß Gott, Herr Inspektor. Nein, so geht das nicht. Aufstehen und noch einmal und mit Respekt. Kinder stehen auf, kichern. Justizpostler hat auf den Tisch. Respekt! Da geht die Tür auf und die Menschenrechtsbeauftragte kommt herein. Justizpostler. Na, liebe Kinder, tut schön grüßen. Kinder im Chor. Grüß Gott, Herr Inspektor, mit mehr Respekt. Also, ja, der Abend hat halt angefangen mit dem Satz. Ich hab Glück, dass ich da sein kann, weil ich war gerade zwei Wochen lang im Bett, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ich werde anfangen mit, ich sollte eigentlich gar nicht da sein, ich sollte eigentlich im Bett sein. Hört man vielleicht. Anstattdessen schreibe ich dann Texte. Ich will die tausend Wörter, die Bilder sprechen, ausborgen für die Texte und ein Porträt meiner, was nie fertig wird und nie kann. Wie auch, ich sieh's nur im Augenwinkel, ich dreh mich um und die Vision verschwindet wie in einem Augenblinzeln, augenblicklich. Es ist aus, ich sieh's nicht, bis ich die Augen schließe und da ist wieder das Ideal, an dem ich alles miss. Und ich freu mich und ich täusch mich. Und ich will mich nicht mehr täuschen. Will man immer in die Zunge beißen, weil Realität wird doch nicht reichen. Miranda bleibt doch gefangen. Eine Person, die durch meinen Kopf wandert. Eine schöne Welt ist das in meinem Kopf. Sie überschattet alles andere. Aber wir kommen niemals auf einen grünen Zweig, weil unsere Gedankenspülereien sind alles andere. Es ist Hirngard schon, ich hab meine Regenstufen vergessen. Und lieb war's, wenn ich mal aufhör, drüber zu scherzen. Einmal sag, mein Kopf ist mein Kopf, und da ist jetzt da, und ich mach, was ich mach, weil ich mag, was ich mach, oder? Und ich schreib, was ich denk, und ich sag, was ich schreib, und dann sieh ich's vor mir, schwarz auf weiß, und muss lernen. Und ich führe gleich in dem Sinn weiter. Schau, wie es denen in der Schubhaft geht und schrei für nix. Fangen wir einfach an. Schau, wie es den Studis geht und schrei für nix. Schau, wie es denen in psychosozialen Einrichtungen geht und schrei für nix. Vergleich das mit den schau, wie es denen ohne Einkommen geht und schrei für nix. Schau, wie es den Kulturinitiativen geht und schrei für nix. Vergleich das mit den Regierenden und schrei für nix. Schau, wie es der bildenden Kunst geht und schrei für nix. Schau auf die filmische Kunst und schrei für nix. Schau auf die Linke in dem Land und schrei für nix. Schau, wie es glauben, dass uns um einen Finger gewickelt haben und schrei für nix. Schau mal über den Tellerrand und schrei mal Phönix. Schau mal nach England und schrei mal Phönix. Schau mal nach Griechenland und schrei mal Phönix. Schau mal nach Irland und schrei mal Phönix. Schau, wie sie immer nicken und schrei Phönix. Schau, wie sie nix richten und schrei Phönix. Schau, wie sie uns ignorieren und schrei Phönix. Schau, wie sie dann so tun als debattieren und schrei Phönix. Schau, wie sie mit Leid umgehen und schrei Phönix. Schau, wie sie dann drüber reden und schrei Phönix. Schau, wie das berichtet wird und schrei Phönix. Frag in der Binnen auf, wie das sonst wer sieht und schrei Phönix. Und ich weiß, wenn es noch eher geht, zählt's nix. Aber schrei Phönix, sei Phönix!